Ah, die Hallöchen, Hänsepeter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Trine 5 im schwebenden Archipel. Und die entführten Drillinge einzuholen. Geht's ab? Wir sind dabei und nähern uns dem finalen Finale des Spiels. Sunny und Goderek sind irgendwo auf dieser Insel gelandet. Sie sind wohl nicht weit gekommen. Die Vogelperspektive kann täuschen. Was von oben wie ein Katzensprung wirkt, ist dann am Boden oft deutlich weiter. Genau, deswegen spielen wir das Spiel auch nicht in Vogelperspektive, sondern auch... Oh, 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 Musik! Tu uns das doch nicht an, Mann. Musik, wieso bist du so gut? Herrlich. So, Oh. Also, warte, kann ich... Nee, ich kann die Leiter nicht so schon von sich aus rübernehmen. Aber ich kann sowas machen. Hui! Reicht. Zweckgebundene Brücke. Oh. Ah! Ja, auch hier bringen die noch gegen Ende des Spiels einfach neue Elemente rein. Das ist toll. So eine kleine Pfütze zum Baden. Herrlich. Aha. Was hat denn das jetzt bewirkt? Ich kann... Naja, okay, vielleicht... Plus Sturheit, dass man sowas macht? Vielleicht. Ah. Auch hier, ich werde wahrscheinlich kein fließendes Wasser einfrieren können, aber ich kann zumindest Eisflose drauf machen. Die aber dann nicht reichen. Okay. Wir haben mit ihm noch keinen Doppelsprung. Dann machen wir mal die blöden Hammerfertigkeiten weg. So. Weil, ich weiß, ich kann mit dem Hammer nichts anfangen. Der hat keinen... Für den Kampf reicht das Schwert. Und ja. Okay. Ach, wir können ja jetzt unglaublich viele Kisten da draufstellen und auch fallen lassen. Oh yeah. Ja, ja, also auch hier wird es wieder sehr luftig. Ist das hier im Hintergrund ein goldenes Eichhörnchen? Möglich. Nee. Dann soll er es halt halten. Ich weiß nicht, ob immer da oben was ist. Weil jetzt können wir wirklich weit hoch. Also mit 6 Magieobjekten plus Pontius Doppelgängerschild plus Sojas Seilding plus Doppelsprung von Amadeus. Wir können auf den höchsten Berg aller Zeiten mit minimalstem Effort. So, jetzt natürlich auch die Frage. Hier, dieses Luftkissen-Ding. Wieso ist hier eins? Ist es für hier unten? Ach cool, die Lamas oder Alpakas tragen Sweater. Ah, ist das witzig. Oh, toll. Sehen munter aus. Ja, ja, Alpaka-Style-Farm. Da ist noch... Nee, keine Erfahrung. Doch, da ist Erfahrung. Ja, zum Glück gibt es so grünes Leuchten. Oh. Achso, ihr wollt sofort einknicken. Aber der andere ja zum Glück nicht. So, dann nehmen wir hier die Erfahrung mit. Plus hier und... Oh. Moment, ist das was für die Magie? Nee. Ja. Ah. So, man kann's. Hä? Ja. Hä? Also ja, wir können es wieder hochfahren. Irgendwie. Wie fahre ich dich denn hoch?
Indem ich hier eine Box mache, die verbinde und dann die Box. Ja. Oh, hä? Das Seil ist gerissen. Ist okay, wir lassen es langsam hochfahren. So, aber es sinkt wieder. Wahrscheinlich, weil der Pontius-Klon zu schwer ist. Mist. So, hoch. Einmal Q drücken und rüberspringen. Irgendwie so. So, oh. Wie? Wir haben ihn nicht direkt in seine Kniescheiben das Ding reingestoßen. Oh, Moment. Wir haben jetzt... Nein! Oh, da war jetzt endlich mal jemand eingefroren. So eine durch so Eiskugeln. Schieß nochmal. Das ist eine Feuerkugel. Ah, ja. Hat nicht jemand eine Eiskugel hier gerade gehabt? Das kann eine Eiskugel werden. Jo, frier ein. Ah, Mann. Ich verstehe es nicht. Oh, das Windding macht ja ganz gut Schaden. Oder? Nee. Hä? Haben wir da nicht gerade... Hat doch gerade irgendwie Schaden gemacht. Das ist alles so wild. Hilfe. Die Uhrwerkritter scheinen diese Straße unbedingt bewachen zu wollen. Also führt sie bestimmt zu einem wichtigen Ort. Oh. Okay, der Erfahrungspunkt liegt da einfach so... Wir müssen den irgendwie da rauskriegen. Können wir den rauspusten? Ja, vielleicht. Könnte reichen. Wie schieben den zurück? Na gut, dann machen wir es hier noch einmal. Ja. Na, wenn es klappt. Zack. Wir bauen uns eine Brücke. Ist mir lieber als da irgendwas anderes. Plus. Oh ja. Oh ja, so ja. Da geht's weit nach hinten. Ich habe gerade kurzzeitig den Mauszeiger gar nicht gesehen. Oh, auch wieder so eine geile Aussicht. Und da fliegt unser Ballonding. An Sawyer. Heldin des Trine. Wo auch immer ihr gerade seid, es geht euch hoffentlich gut. Und ihr seid bereit, Fräulein Sonny und Goderic zur Strecke zu bringen. Wenn ihr zurückkehrt, und ich meine damit nicht falls, habe ich etwas für euch. Kommt zu mir. Nanette aus der Bibliothek. Huh. Vielleicht noch ein Fall. Ich glaube, sie hat uns verziehen. Die aggressive Bibliothekarin. Ist hier unten was? Nur absolute Finsternis. Gut. Bald finden wir die Drillinge. Ich bin wieder ein Held und darf zurück zur Margret. Und diese furchtbare Tortur ist endlich vorbei. Nee. Ja, und das Königreich und die Astralakademie werden magisch wieder aufgebaut. Und alle verschwundenen Adligen und Zauberer werden mit dem bloßen Wink eines Zauberstabs gefunden. Realistisch gesehen haben wir im besten Fall eine Chance von 50% auf einen guten Ausgang. Ja, entweder ist er gut oder nicht gut. Lieber Amadeus, das Abenteuer wartet dann erstmal noch zu Hause, ne? Mit Margaret.
da mit der wieder ins Reine zu kommen. Was haben... Oh. Oh, oh. Warte, du warst gerade eine Blitzkugel? Moment, wie funktionierst du? Du bist auch wieder so eine Antimagnetkugel, oder wie? Sawyer, ich glaube, dafür seid ihr die Richtigen. Hoffentlich nehmen meine Feuerpfeile im Wasser keinen Schaden. Du machst Wärme. Du machst Wärme? Aha. Wieso soll das keine Aufgabe für Amadeus sein? Wir können auch hier eine Kiste machen, dass das Ding nicht weiter wegrollt. Nämlich so. Weiß jetzt nicht, warum er die Aufgabe dem lieben Pontius auferlegt. Oh, okay. Wir haben hier da links Energie. Oder Erfahrung. Oh, und Kamikaze fliegen. Uncool, wir hauen ab. Das war auch sehr gewagt gerade. Aber hey. Können wir das Ding... Ne, wir können es nicht bewegen, wenn wir draufstehen. Aber... Dieses Luftkissen hält echt einiges aus. Und da oben sieht es auch sehr, sehr verdächtig aus. Ja. Was man nicht so erahnen kann, aber leider übersieht man dann vor lauter... Ja, Wald, den Baum nicht mehr? Nee, vor lauter Wald die Stacheln nicht mehr. Aber wir können uns ja so hinbauen, wie wir wollen. Das ist ja toll. So, dann bauen wir uns einen kleinen Weg nach oben. Also mit 6 Plattformen ist es sowas von geschenkt. Aber es geht noch höher. Oh yeah. Bin ich sehr gut. Können wir das Ding bewegen, wenn wir auf einer Kiste stehen? Auch nicht. Dachte ich mir schon. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. So. Noch ein paar Kisten. Dass uns das Ding nicht irgendwie auf die Nerven geht. Bisher ist dieses Level aber wiederum einfacher, finde ich. Also viel einfacher als die letzten, die wir jetzt hatten. Geil. Die Kugel muss rüber. Die macht aktuell Wärme, aber... Ja, nicht mehr lange. Können wir die jetzt hochziehen? Dann steckt die erstmal fest. Das heißt, wir machen hier eine Planke, blockieren die, laufen hoch, gehen runter. Ah, wir können das ganze Ding dann nicht tragen. Okay. Aber wir haben hier oben auch noch ein Seil. Also machen wir einfach noch eine Planke, blockieren die. Wobei. Machen wir die. Oh. Ups. Machen wir die schnell weg. Und machen die fest. Theoretisch. Genau, kann ich die jetzt einfach hochziehen. Das Ding. Ja. Ja. Es ist nicht die Musterlösung, aber hey, es funktioniert. Und war auch nicht so schwer.
So, ich würde sagen... Ich sage es nicht gern, aber ich bin froh, dass der alte Pontius zurück ist. Es war eine Qual, die Moral aufrecht zu erhalten. Zwingt mich bitte nie wieder dazu. Ja, alles ist gut. Alles wird wieder gut. Hier machen wir im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.